Und das wird halt dann an die Trägerin nur zusätzlich angepasst, falls es ein bisschen abweicht. Und wenn halt wer was Bestimmtes möchte, dann wird das halt angepasst nach Maß. Dankeschön. Ja. Ist der Sonnenhof Hotel Restaurant aus Schattendorf, hat heuer die Tafel rustikal gedeckt. Als Gutes für die Hochzeitsmessenbesucher gibt es Herzen, verschieden gestaltet mit Namen oder Ja, ich will oder sag Ja.
Also wir haben hier das Fotostudio Lorenz, auch aus Mattersburg. Einen herzlichen Dank an das Fotostudio Lorenz, hat uns gestern einen Hauptpreis zur Verfügung gestellt. Gestern hatten wir Brautstrauß werfen und die Dame, die den Brautstrauß gefangen hat, hat ein Porträt-Fotoshooting vom Fotostudio Lorenz erhalten. Der Wert ist ca. 800 Euro. Herzlichen Dank. Also hier haben wir die Frau Warenitz. Sie ist Make-up-Artist. Ja, man kann hier Probe schminken. Es waren gestern etliche Bräute hier, die diverse Make-up ausprobiert haben. Jetzt haben wir wieder die traditionelle Brautkleider, aber die Dindl auch. Ja, also hier ist auch das zweite Mal schon dabei, Couture by Billy, eine Schneiderin aus Leupersbach. Sie hat ihr Geschäft in Eisenstadt, ist bekannt unter Couture Billy. Sie macht Maßmodelle, nicht nur im klassischen Weiß, wie gesagt auch in Tracht, verschiedenste Dirndlformen. Näht aber auch die Anzüge für die Herren. Jetzt einmal im zweiten Raum. Da sehe ich die Kerze, alles Mögliche, aber ich werde Andrea weiterfragen und sie erklärt uns, wer ist wieder wer und was präsentiert. Andrea? Ja, also hier stehen wir vorm Kerzenstand Magie des Lichtes. Die Ramona Fassers Rohrbach ist auch das zweite Mal hier bei uns auf der Hochzeitsmesse und man sieht individuell gestaltete Hochzeitskerzen. Ja, also das ist jetzt die Blumenkarin Mannhard Haselbauer, wie wir vorher schon gesehen haben beim Florianihof, die Dekoration auf der Tafel, auf den Hochzeitstafeln, wird von der Blumenkarin gemacht. Hier eine Auswahl noch an Brautbouquets. Da in die Eck sehe ich nur Computer. Kannst du uns was erzählen? Ja, also die Computer sind da für Demobänder à la carte. Ist der Manfred Klaus, Musiker aus Bad Sauerbrunn. Ich habe gesehen, er stärkt sich gerade im Catering-Raum mit einem Kaffee. Und da haben wir wieder was ganz in grün. Ja, das ist grün gedeckt. Das ist die Frau Fasching. Sie ist aus Böttelsdorf, das erste Mal hier bei uns. Sie gestaltet diese ganzen Menükarten, die Einladungskarten, die Namenskarten. Das ist wirklich Handarbeit. Also sie macht alles selber, schneidet aus, klebt zusammen. Schwere Handarbeit. Das freut mich, dass das auch gibt. Und da haben wir wieder was Süßes, nehme ich an. Also das ist... Ich glaube, das erkläre ich jetzt. Schau ein bisschen zu uns, Christian. Das ist auch von die Andrea, die ihre Agentur, alles aufs. Und da eine Hut heißt das. Und jetzt erklärst du mir alles, was du machst. Ja, wie gesagt, alles unter einem Hut. Organisation ist nicht einfach. Und ich organisiere wirklich, egal ob das jetzt eine Hochzeit ist, darum stehen wir hier, ob das eine Messe ist, so wie die Hochzeitsmesse, eine Modenschau, eine Firmenfeier, Weihnachtsfeiern, Geburtstagfeiern. Auch Single-Wanderungen wollen wir machen, Kräuterwanderungen, Seminare, egal was, alles wird organisiert. Und es ist angenehm, wenn sich die Personen, die es betrifft, dann wirklich zurücklehnen können und den Tag und das Fest genießen können. Und durch das hast du auch das alles organisiert, richtig, richtig gut. Aber wir kommen jetzt zu dem nächsten Stand und das wird... Also das ist ein Stand der Genussquelle in Bad Sauerbrunn. Mir war es sehr wichtig, dass man auch Schmankerl aus der Region Rosalia, aus unserer Region, einmal zeigt, damit die Besucher auch wissen, was es bei uns in der Region alles gibt. Das ist eine ganz spezielle Rosalia-Tracht. Zusammenschluss von etlichen Winzern der Region Rosalia haben diese Tracht kreiert und die gibt es seit vorigem Jahr zum Kaufen, wer Interesse hat, in der Genussquelle in Bad Sauerbrunn. Also im Hof, im Innenhof der Bauermühle steht eine
wunderschöne Kutsche, die auch von der Blumenkarin wirklich sehr sorgfältig geschmückt wurde. Ja, und da ist der Besitzer der Kutsche. Man sieht, er ist sehr zünftig heute angezogen in Tracht, das passt dazu. Ja, und wir sind froh, dass er da ist. Das erste Mal eine Hochzeitskutsche. Und wir drehen auch ein paar Runden durch die Stadt, damit man diese wunderschöne Kutsche sieht. Seit wann habt ihr das Hochzeitskutsche? Wir haben die Hochzeitskutsche jetzt in Mattersburg seit 3 Jahren. Fahren tun wir mit der Kutsche selbst schon seit 10 Jahren. Und wie gesagt, wir bieten halt nicht nur Hochzeitskutschfahrten an, wir bieten alle Fahrten an, was in Mattersburg und Umgebung ist, für goldene Hochzeiten, für Silberhochzeiten, Geburtstage, also wirklich alles, das komplette Fahrprogramm, was man mit der Kutsche machen kann. Aber hier halt jetzt hauptsächlich einfach mal die Hochzeitskutsche für die Hochzeitsmesse. Und wie ist allgemeine Anfrage nach die Hochzeitskutsche? Die Hochzeitskutsche wird sehr gut angenommen, weil es das halt nicht mehr sehr viel gibt. Das ist halt sehr selten geworden, dass es noch eine Kutsche gibt. Und deswegen wird wirklich zu diesem Tag, der einmalig ist im Leben, wird wirklich die Hochzeitskutsche sehr gern angenommen. Darf ich auch fragen, wie ist so Preisklasse bei den Hochzeitskutschen? Die Hochzeitskutsche liegt bei ca. 150 Euro hier in Mattersburg und Umgebung. Und ansonsten, wenn man größere Weiterprogramme plant, dann zwischen 200 und 250 Euro sowas. Geht das nach den Stunden oder nach der Fahrt? Das macht man einfach immer pauschal vorher aus. Was man gerne möchte, macht man das einfach pauschal aus vom Preis her. Wie gesagt, fängt bei 150 Euro an. Das ist nicht teuer. Dankeschön. Ja, danke auch. So, jetzt haben wir wieder wunderschön hübsche Torten. Richtig schön verziert. Erzählst du uns ein bisschen. Ja, also das sind Torten der Konditorei Harrer. Auch die Konditorei Harrer haben wir schon gesehen im Saal, wurden auch dort Torten beim Florianehof ausgestellt. Man sieht eine Torte im Trachtenlook, im Rustikalen. Ja, und sonst verschiedenste Farben, Dekorationen. Und bei der Torte in der Mitte, die beige, das Hochzeitspärchen oben, wo der Bräutigam davonlaufen will, das findet sehr viel Anklang. Ja, also das ist die Hochzeitsbäckerin Babsis Backstube. Die Frau Sket ist aus Bötzsching, ist auch das zweite Mal bei uns hier und sie hat ganz verschiedene Mehlspeisvariationen. Sozusagen wie die Teebäckerei zu Weihnachten, nur jetzt nicht für die Hochzeit. Ja, wird man sicher auch für Weihnachten bestellen können, die Leckereien. Sind die Anfragen für die so Teebäckerei, Hochzeit-Teebäckerei groß? Ja, eigentlich schon. Also zu Weihnachten natürlich ist der Ansturm. Für Hochzeiten im nächsten Jahr kommt auch schon einiges herein. Also, ja, vermehrt durch die Messe natürlich schon. Ja. Wie viel Zeit braucht man für so ein paar Kilo Bäckerei zum Zusammenstellen? Ein paar Kilo ist ein dehnbarer Begriff. Also wenn man so 5 Kilo, 2 Stunden ungefähr. Also je nachdem, wie viele Sorten eben drinnen sind. Ja. Oh, das ist ja nicht so schlimm. Ja, eben, das kommt auf die Sortenvielfalt drauf an. Dankeschön. Gerne. So, was kannst du uns da sagen? Ja, also das ist Herballon. Herballon-Dekoration ist auch das zweite Mal hier. Man sieht eine ganze Wanddekoration. Es gibt hier genauso Tischhussen, Stuhlhussen, Stehtischhussen. Man sieht die Maschen in verschiedensten Farben. Die ganze Luftballon-Dekoration hier auf der Hochzeitsmesse wurde von der Firma Herballon gemacht. Ja, also hier sieht man einen bäuerlich gedeckten Tisch. Soll aber auch erinnern, dass hier die Bauernmühle als Hochzeitslokal jederzeit von Brautpaaren zu buchen ist.